So, jetzt sind wir am Ort des Geschehens hier bei uns in der Küche des Jens Weißflug Apartment Hotels und jetzt werden wir die Nesselfaunsen zubereiten. Also ich bin die Manuela Reise, ich bin Köchin hier und ich zeige Ihnen heute die Nesselfaunsen. Dazu benötige ich abgekochte Kartoffeln vom Tag vorher, Quark, Mehl, also ein Ei, da nehmen wir nur das Gelb dazu. Dann haben wir hier Limettenabrieb, man kann auch Zitronenabrieb nehmen. Dann haben wir hier Brennnesseln getrocknet, die kann man das ganze Jahr nehmen. Aber es gibt ja auch frische, da nimmt man nur die obersten Spitzen. Und dann haben wir unser Wellness-Gewürz, das ist hier Brennnessel, Samen, Würzmischung, scharf. Im Handel erhältlich. Salz gehört natürlich auch noch dazu. Die Kartoffeln, ein bisschen Mehl dazu. Wenn ich mir meine Hände dreckig mache, mache ich erstmal das Eigelb trennen. Dann kann ich gleich rein. So. Dann ein bisschen Abrieb. Unsere Brennnesseln. Hier gehen wir ein bisschen vorsichtig, weil es scharf ist. Salz und Quark. So. Schön vermengen. Teig ist noch ziemlich nass, muss ich noch ein bisschen Mehl. So, wollen ja auch satt werden. Ja, jetzt wird's. Also muss ich von der Schüssel lösen, ne? Und sieht noch ein bisschen blass aus, können wir noch ein bisschen Brennnessel rein. Ups. Jetzt sieht es schön grün aus. Also wenn sich der Teig jetzt hier locker von der Schüssel löst, dann ist er okay, dann können wir ihn braten. Ich sag mal so, die Portion, ich habe eine sehr kleine Hand, so ungefähr die Form. Und dann einfach flach drücken. So. Und dann wäre das die Nesselfaunsen. Müssen wir nur noch abbraten. Nochmal. Wie ein Kloß rollen. So, jetzt braten wir die Nesselfaunsen ab. Und wenn Sie mich jetzt nicht verstehen, das ist, weil wir die Lüftung anhaben müssen, wegen Gas. Wir wollen ja auch noch weiterleben. Jetzt machen wir hier geklärte Butter rein. So, dann könnt ihr noch ein bisschen. So. Dass der Boden bedeckt ist. Ich mach's langsam. So, hinein. So, jetzt braten wir das auf kleiner Stufe, also langsam braten, dass wir das auch schön durchbraten. Und so, dass es von beiden Seiten so goldbraun ist. So, jetzt wenden wir. Das kann inzwischen noch braten. Ich bereite schon mal den Teller vor. Dann nehmen wir ein bisschen Feldsalat, Lachsrose. So, wir wollen ja das Emblem haben. Also ich habe jetzt hier herzhaften Kräuterquark dazu gegeben, aber man kann ja auch mit Gemüse als Beilage diese Nesselfaunsen reichen. So. Ja, das sind unsere erzgebirgischen Nesselfaunsen mit Kräuterquark und Räucherlachs. Und wenn Sie Fragen haben zu den Nesselfaunsen, wie man die zubereitet oder auch zu anderen Dingen, dann kommen Sie einfach vorbei, fragen Sie uns, fragen Sie mich. Und ich würde mich natürlich freuen, Sie bei uns begrüßen zu können. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de